So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Heute habe ich mich verkleidet als Weihnachtself, ne? Und da ist mein Rentier, ne? Hat ein Elfenrentier. Guck mal, die Füße. Adi, Schatz. Übrigens, ne? Das sind Haare. Das hier ist ein Zippel an der Mütze. Sieht total komisch aus. Heute ist nämlich dann der 23., wenn ihr das seht. Das heißt, es sind noch zwei Türchen, heute und morgen. Morgen kommt der Weihnachtsmann, auch hier bei uns. Das heißt, wir wollen nicht lang fackeln, wollen wir hier dem Adi sein Adventskalender öffnen. Oh, meine Spitze ist abgefallen. So, das ist die 23 hier unten. Wie das Album von Sido und Bushido. Zack, 23, ein Tütchen für dich, das sieht wieder sehr kräftig aus, genau, halt's mal fest. Ja, guck, gibt's Ding hier, Junge, ich sag's dir. Wir machen das jetzt hier auf. Ja, nein, hier, bitteschön, einmal für die Rubbel die Katz. Das riecht aber... Denkt dran, wir müssen morgen unbedingt auf dem Kalender nachgucken, ob hinten drauf steht, was das überhaupt für einzelne Sorten sind. Ach Adi, komm, ins Waschbecken. Ich glaube, morgen lassen wir nicht mal alles aus der Hand fressen. Morgen ist nämlich Weihnachten, da können wir auch mal Liebe und das Volk bringen. Das heißt, wir machen heute das Türchen Nummer 23 auf. Ich glaube, ich wiederhole alles 5-mal und wir haben schon wieder irgendwas, was aussieht wie ein alter Wald. Ne? Das war theoretisch die letzte Gelegenheit, was jugendlich Frisches zu bekommen. Am 24. ist ja eigentlich immer dasselbe drin. Das hier ist Schalchner Weise. Guck dir das an. Schalchner Weise. Das sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Was sagt ihr dazu? Nix? Gut. Da steht hinten noch Schwendel. Schwendel Weißbier hell. Hervorragendes Brauwasser, unsere eigene reine Hefekultur, feinste Aromahopfen verleihen diesem geschmackigen Weißbier seinen unverwechselbaren Charakter. Vollmundig, würzig mit 5,2. Und wenn ihr das jetzt hier vorne mal betrachtet, zack! Ist das jugendlich und spritzig, oder? Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Schwendel, Weiße, Hell. Original, Flaschengärung. Stehe ich nicht. Weißbräu-Schwendel, Schalchner Weiße, Schwendelweise. Schalchner, Schwendel, Weißbräu, Schalchner, Schwendel. Okay, wir machen das gleich mal auf, nachdem wir eine Bewertung abgegeben haben. Ist, glaube ich, bis jetzt irgendwie das erfrischendste, chilligste, irgendwie auch simple, aber diese Schrift, dieses alte rumgeschnörgelte, rumgekasperte, damit kann ich irgendwie... Das mixt es jetzt zusammen. Mir gefällt das irgendwie trotzdem gut. Das ist so frisch und hell. Ich würde trotzdem mal... Ich gebe mal eine 4. Kann man nicht nachvollziehen. Wir geben einfach eine 4. Ich finde, es hat was. Ja, es sind verschiedene Schriften dabei, verschiedene Farben. Ist trotzdem alles sehr hell gehalten. Es leuchtet. Es ist ansprechend. Und es macht Bock auf mehr. Oha. Nein! Adi, warum? Es macht doch Bock auf mehr! Ich sollte nicht immer in die Flasche gucken und warten, bis der Undertaker rauskommt. Vielleicht sollte man einfach einschenken und dann wäre das nicht so, wie es ist. Ja, alles an die Hose, da habe ich heute beim Stream auch noch was davon. Wenn alles nach Bier riecht, schenkt man das mal ein. Ja, der Schendel. Der Schalacher. Schwendel. Schendel. Warum stehen da 10 verschiedene Namen und immer mit Weiße? Schalacher Weisel, Schwendelweise, Schwengelweise, Weiße Bier. Ein Bier mit vielen Namen, ein Bier mit vielen Gesichtern, das erwartet uns heute. Deswegen stellen wir das jetzt mal hier hin. Nehmen das mal hier in die Pfote. Gucken dann mal durch. Sehen. Es sieht aus, als wäre das Glas total beschlagen.
Du kannst nicht durchgucken, es ist irgendwie sehr trüb. Ist ja immer das, was mir jetzt nicht so gefällt. Hat aber trotzdem eher eine goldige Farbe anstatt diese extrem hellgelbe. Ich würde hier sogar noch 2 Punkte geben, weil das trotzdem kräftig aussieht. Aber halt nicht glasklar. Der Schaum hingegen, der Schaum ist eigentlich optimal. Guck mal, ein kleines Schaumkrönchen, sehr schön. Und dann hier oben habt ihr noch, guckt was raus. Also 2, 4, 2 und Geruch, es riecht schon wieder nach Bananenweizen, weil irgendwie jedes Weizen, Weiß, irgendwie so eine gleiche Note hat. Aber das ist ein Geruch, mit dem kann ich was anfangen. Weil das riecht trotzdem irgendwie nach Bier und trotzdem irgendwie süßlich und trotzdem irgendwie angenehm. Ich glaube, Geruch einfach 5 Punkte, weil genau so muss ein Bier riechen, wenn es ein Weißbier ist. Wir kommen noch zum Geschmack jetzt aber auch halt nicht fest. Und zwar haben wir hier, aber ich guck gar nicht hin wegen dem Schaum. Ich muss den Schaum erstmal wegnehmen. So, und jetzt trinken. Ich glaube, ich ufer um. Ich werde jetzt immer nur noch Weißbier trinken. Das ist irgendwie, das ist viel angenehmer beim Absetzen, das ist viel angenehmer beim Trinken. Ich glaube, wenn man das als Weißbier benoten würde, es würde genau alles, alle Kriterien erfüllen. Ich glaube, ich trinke es einfach mal aus, um nochmal das Trinkgefühl zu haben. Auch wieder der Schaum mit raus. Ich finde, das schmeckt, das kannst du trinken. Da würde ich auch gleich noch eins trinken, noch eins, noch eins, noch eins, noch eins. Das ist irgendwie auch total gekühlt, wo es immer nur hier unter Waschbecken steht. Ihr braucht gar keinen Keller oder irgendwas. Bei mir ist das Bad der Keller. Passt. Hat einen guten Trinkgeschmack beim Absetzen. Kein widerlicher Nachgeschmack. Es schmeckt halt anders als normal, weil es halt kein Pilz ist oder kein Export. Es ist halt ein Weiß. Das hat die typische Note davon, aber für das, was es sein soll, erfüllt es seinen Job sehr gut. Ich würde hier sogar 5 Punkte bei Geschmack geben, weil nach langer Zeit ist das wieder mal was, was du einfach trinken kannst, was mich überzeugt hat, was ich gut finde. So, ich das Waschbecken nur sauber machen, würde sagen, der Weihnachtself ist fort. Wir sehen uns dann morgen, wenn der Weihnachtsmann kommt und guckt euch das an. Hier irgendwo hat sich ein Zipfel versteckt. Richtig krass. Adi, Schatz, alles Gute. Morgen gucken, was in dem Kalender drin war, alles beim Adi. Adi ausfressen lassen und Weihnachtsmann mitbringen. Wolfpack. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.